Mahlzeit, ihr Knubbelbrüder, Knorr wieder hier. Heute spiele ich Geometry May. Geometry May, ja. Und auf Steam steht Geometry May as well as a night game. Alles klar. Da weiß man, dass man schon beschissen wird. Ich sehe gerade, hier gibt es keine Mausunterstützung. Ich wollte eigentlich nur mal reingucken. Jetzt ist hier ein Mauszeiger. Aber du steuerst. Das ist kein Mauszeiger, du steuerst mit den Pfeiltasten. Yeah! Was ist das hier? Also es scheint ein Plattformer zu sein, 2D, also... Aha. Was ist das? Mir ist es... Nee, ich glaube nicht, dass es ein Hentai-Spiel ist. War auch als solches nicht angegeben. Ich sehe irgendwie, ich habe da so... Ah, pass mal auf. Ich glaube, weil da ist so ein Auge und da steht 70. Wahrscheinlich muss ich Punkte sammeln, um mehr Bildchen freizuschalten. Wozu sollte ich das machen? Okay, ich guck mal kurz rein hier. Tastenbelegung und sowas alles. Fullscreen. Eigentlich will ich nur gucken. Da haben wir es. WASD, bla und Sülz. Okay. Ja, kann man sich halbwegs merken. Kann man sich halbwegs merken. Ja, vielleicht gibt es ja im Spiel noch ein paar Hilfen. Manchmal ist das so. Okay. Dash. Restart. Puff. Und zack. Gut, dann würde ich sagen. Ich stelle das nur ein bisschen um, weil die Tasten für mich ein bisschen... What the fuck? Jetzt mache ich... Oh Gott! Ich verstell gerade alles. Irgendwie habe ich jetzt was falsch gemacht. Was mache ich hier? Kurva! Ich bin das nicht mehr gewohnt. Ich habe früher auch auf DOS Spiele gespielt. Ich konnte sogar diese scheiß Kommandos eingeben, um überhaupt die Spiele zu starten oder überhaupt ins Laufwerk zu wechseln, ins Verzeichnis und sowas. Also das könnte ich jetzt nicht mehr. Alles klar. Okay, jetzt habe ich es raus. Der springt halt Taste und dann springt er auf die nächste und die nächste, ohne dass man die Pfeile benutzen muss. Okay, habe ich verstanden. Gut, ich schätze mal, ich stelle es einfach. Ich merke gerade, ich könnte auf Default gehen. Ich könnte auf Default und dann hätte ich ja schon alles wie vorher. Ja, so geht Sendezeit verloren, könnte man sagen. So, ich muss gerade gucken hier, aber ich gucke gerade, wie würde ich am besten. Wir können es wohl am besten steuern. Reset, ja, okay. Gut, machen wir das so. Das ist für mich am besten steuerbar. Ich würde sagen, wir hauen jetzt mal rein hier. Ich wollte nur mal kurz reingucken. Ich hätte ja... Komisch, das ist mit dem Keyboard zu spielen. Ich habe gerade gesehen, da ist gar keine Unterstützung für Gamepad. Da habe ich mir extra jetzt ein Gamepad geholt vor einer Weile. 10. Dezember. Was ist denn das für eine... Okay, Exit und raus. Alles klar. Ich frage mich gerade, was... Die Mucke. Okay, das finde ich schon ganz witzig jetzt. Ah, die rennt die ganze Zeit automatisch. Und ich glaube, das ist nämlich der Kniff hier an der ganzen Geschichte. Okay, offensichtlich muss man das erstmal alles ausprobieren hier. Ah, ich darf mich aber... Die Einblendungen hier sind teilweise noch für die alte Tastenbelegung, so wie sie jetzt als Standard war. Das heißt, das funktioniert bei mir nicht so richtig. Ich hüpfe hier mal einfach so ein bisschen rum, schießen. Aha, aha. Ja, so ein bisschen wie früher, ne? Wie sind denn diese Spiele? Ach, Turrican? Nee, Turrican war das nicht. R-Type. War das nicht R-Type? Oder F-Zero? Nee, kacke. Jedenfalls, wo die... Ach, guck mal, das ist halt der Ausgang. Wo die Fahrzeuge sich automatisch die ganze Zeit... Also, die ganze Zeit sich in Bewegung sind. Du kannst halt nur vor, zurück und so weiter und so fort. Aber du kannst den nicht anhalten. Okay, da kommen wahrscheinlich gleich auch böse Wichte hier. Also, von der Grafik her, von der Optik her, finde ich das ganz cool. Alles klar, also ich würde wahrscheinlich verrecken, wenn ich jetzt stehen bleibe oder an so ein Hindernis hängen bleibe und dann sozusagen der Bildschirm mich auffrisst. So habe ich das früher mal gesagt. So, Doppelsprung. Ah, alles klar. Ah, sie kann ein bisschen hochklettern. Ah, okay, cool.
Die Mucke ist eigentlich ein bisschen zu modern, muss man ganz ehrlich sagen. Okay, das sah witzig aus. Ist keine MIDI- oder Adlib-Mucke, sagen wir mal so. Ist auch kein 8-Bit oder kein 16-Bit, ist eher schon moderner. Also das hätte ich ein bisschen anders gemacht. Oh! Au! Ich frage mich gerade. Also das würde man nicht wegkriegen, okay. Aber man darf sich auch nicht so lange aufhalten, ich merke schon. Okay, ich könnte vordrücken, da bin ich ein bisschen schneller da, wo ich hin sollte. Aber ist natürlich blöd. Könnte ich eventuell einen Gegner nicht ausweichen. Jetzt habe ich das gelesen und bin fast verreckt. Okay, man springt also ein bisschen höher, wenn man die Augen auch noch antüttelt. Ah, cool. Ah, jetzt habe ich die Plattform verpasst. Den habe ich auch verpasst. Ja, muss ich ein bisschen Gas geben hier. Wupp, wupp, wupp. Oh, sowas habe ich früher gehasst. Oh Gott. Was stand da? Invincible irgendwas? Was? Konnte nicht lesen. Gut, weil ich kriege hier nur Schaden. Arschloch. Oh nein, wieder von vorne anfangen ist wie früher auf dem Gameboy. Wo man immer von vorne anfängt, wenn man stirbt. Naja, ich glaube, da ist so ein Reinfriebeln. Ich habe das jetzt nur mal einfach meine Bibliothek durchgeguckt und habe gesehen, ups, was ist das für ein Spiel? Das habe ich schon vor ein paar Monaten runtergeladen, habe es einfach nie gespielt jetzt. Ich glaube, im Gamepad wäre es wahrscheinlich praktischer. Ich muss diesen Dingern hier ausweichen irgendwie. Okay, jetzt habe ich so einen Dash hinbekommen. Yay! Also schlittern einfach nur. Cool war. Das hätte ich irgendwie. Ja, der hätte ich nämlich dieses Schlittern benutzen. Ich krieg das nicht hin hier gerade. Ah, gute Wahl. Nicht schon wieder von vorne. Aber man sagt ja, alle guten Dinge sind drei. Ich dachte, die Murmeln verschwinden irgendwie, dass man die ansammelt. So wie Power-Ups oder so. Super Mario-mäßig hier. Gott, wie oft. Ich kenne das von früher noch. Nein. Vom Gameboy und hier auch Sega. Master System 2 oder irgendwas, ne? Wenn du immer diese Level immer wieder von derselben Stelle von vorne angefangen hast. Gut war. Hoch. Hier bringt überhaupt so ein Dash, bringt ja gar nichts hier. Ich kann mich nicht so lange damit aufhalten. Ich krieg nur Schaden. Alter. Oh, was war das frustrierend? Wie oft habe ich so ein Level wieder von vorne angefangen? Aber man hat sich durchgeackert. Heute ist man so verwöhnt, ne? Oh Gott, oh Gott. Gute war. So, okay, pass mal auf. Das ist gerade nichts für mich. Ich finde diese Frustration nicht mehr gewohnt, ne? Aber mir gefällt es von der Optik her alles cool. Ladet euch das runter. Geometry May. Ich weiß nicht, wie viel. Ja, egal. Tschüss. Tschüss.